Wie ihr sicherlich jetzt schon gemerkt habt, gibt es heute leider keinen Stream, aber dafür eine neue Folge Kirby und das Vergessene Land. Das letzte Mal haben wir schon das hier, die urbanen Grasland zu 100% geschafft und heute machen wir uns auf durch den Tunnel. Ich hoffe, wir kriegen wieder jedes Achievement. Ich würde sagen, let's go! Genau, wenn euch das Ganze so gefällt wie mir, zeigt das gerne mit einem Like, einem Like. Okay, das ist jetzt ein neues Level, das gab es nicht in der Demo, das heißt Blind. Sehr schön. Und wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung mal reinschauen. Da gibt es das Spiel ziemlich günstig rabattiert bei Instant Gaming. Einen wunderbaren Softwareanbieter, der alles meist billiger anbietet als die offiziellen Firmen. Deswegen schaut da gerne mal rein. Oh, der kann Feuer spucken. Da lege ich mal meine Power ab. Den holen wir uns. So, da sind wir Fireman. Ist das gefährlich für uns? Nein. Andere Sache. Gibt es hier irgendwelche Ultis? Ah ja. Okay, wir können zu so einem Kometen werden. Nun gut, ob ich damit kämpfen kann, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, das ist voll cool. Du bist du Freund oder bist du Feind? Ja, Feind, okay. Ah, da finde ich auch gut. Das Feuer irritiert mich ein bisschen. Ich glaube, in Feuerleveln werde ich das nicht benutzen, weil dann habe ich die ganze Zeit Angst, in mein eigenes Feuer zu stehen. Oder ich stehe ins falsche Feuer. Und wir können ja einfach hier kometenmäßig durch das Level rushen. Warum wir einen brennenden Typen mit Feuer besiegen können? Keine Ahnung. So. Hallo, wir müssen auch hier schön weg mit dir. Perfekt. Okay. Das hier drüben sieht sass aus. Wir öffnen wieder. Es gibt einen Waddle Dee. Nein? Aber es geht hier weiter. Ein Sieg. Oh. Was habe ich gerade eingesammelt? Okay, wie öffnet man das mit A? Okay. Es ist ein Waddle Dee. Okay, wir bekommen doch ein Waddle Dee. Es sind 4 Stück in dem Level. Okay. Es sind 4. Aber mal gucken. Ich glaube, wir finden die alle. Dann haben wir wieder so einen Jumper. So, was gibt's hier? Nix. Warum der Gastank nicht explodiert, wenn wir Feuer gegenschmeißen? Ich weiß es nicht. Hoffentlich gibt es hier wieder keine Tulpenaufgabe. Ja, hier macht die Kamera jetzt nicht ganz mit. Die Kamera ist auch, die ist so halb fixiert. Also wenn euch jemand, also Open World, ja, bis jetzt schon. Aber halt die Kamera ist nicht free movable. Okay, da haben wir auch schon den ersten neuen Gegner, beziehungsweise wir hatten gerade schon diese Feuertypen. Kann ich dich denn besiegen? Nee. Nein, nicht dran vorbei. Ah, okay. Sah aber auch episch aus. So, dann geht es hier unten durch oder oben drüber? Ich glaube, unten durch nennt man das. Oh, ich habe es genau gesehen. Ja. Glaub bloß nicht, ich hätte die Coin nicht gesehen. Bumm, tot, down, die Lampe an und dann geht das Tor auf? Nee, geht es nicht? Oh mein Gott, ey, wenn ich auf sowas achten muss im Spiel, wird das grauenhaft. Ach du meine Güte. So, wir kriegen wieder einen neuen sammelbaren Gegenstand, nice. Achso, wir sehen erst am Ende, ich wollte gerade schon sagen, hey, was ist es denn? Aber man sieht ja immer erst am... Oh. Am Ende, was sich darin befindet. Down. Und das Fleisch nehme ich aber mit. Da habe ich schon ein bisschen... Oh, ja. Okay. Bisschen doof sind die Gegner ja schon. Aber nun gut. Okay. Warte auf mich. So, perfekt.
Und rüber da. Oh Gott. Nee, das überlebe ich nicht. Uiuiui. Ich will noch die Coin. Tut mir leid, aber die Coin muss sein. Kann ich dann wahrscheinlich auch nicht bekämpfen. Ja, was hat mir das jetzt groß? Ihr habt eine Frage, dass da. Das ist aber schon sehr auffällig. Hier geht's wieder so ein Weg hoch. Ey, das ist, wenn die Coins da nicht wären, ich wäre aufgeschmissen. Ah, und von hier oben geht's dann runter. Perfekt. Zack. Genau, ich habe mich schon gewundert, wie soll ich denn hier unten reinkommen? Da ist sogar ein Waddle Dee. Guten Tag, ich habe dich gerettet, wir sind beste Freunde. Gab aber auch Waddle Dees, gegen die hat man gekämpft. Ich habe noch nie einen Kirby vorher richtig gespielt, aber so viel ich weiß, gab doch auch Waddle Dees als Bösewichte. Ich weiß es nicht. Mann, ihr könnt doch alle nix. Oh. Da runterfallen. Ist das eine Option? Sieht nicht so aus. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? No! Okay. Mal ganz kurz. Gibt's hier Steuerung? Hä? Versteht den Unterschied nicht. Amiibos gibt es auch. Oh, und die Laternen. Was war die Aufgabe? Ich hab das nicht gesehen. Ach, Lunte entzünden, dann einsteuern. Ja, okay. Ja, die da. Sprung, Sprung. Und rein, perfekt. Alles aber auch sehr. Es ist sehr. Okay. Ist sehr großzügig, das Timing von der Kanone. Hui. Da war sogar ein Waddle Dee. Wir mussten hier sogar hin, okay. Gut, dass ich mich so toll umschaue. Mache ich sonst nie in Videospielen. Ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Rusher. Ich bin so ein Mensch, ich habe Lust, direkt zum Endboss zu kommen und den dann zu bekämpfen. Hier geht's nicht höher. Okay, gut. Man weiß ja nie, ja, man, also in dem Spiel erwarte ich alles. Oh, da vorne ist schon so ein großer Stein. Wie die Steine heißen, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist der Königstein. Ja, perfekt, da nehmen wir noch die Kirschen mit. Ich sag dazu jetzt mal nix. Wir sind damit okay. Selbst das ist okay. Dieses Game ist weird. Aber auf eine lustige Art und Weise. Soll ich überhaupt noch mit dem Ding sein? Ich habe keine Ahnung. Andere Frage. Ja, das nehme ich noch mit. Warte. Wir gehen erst nach da hinten. Das macht sogar Sinn, dass wir jetzt dadurch hier eine Brücke haben. Also halt, eine Brücke. Ihr wisst, was ich meine. Eine Treppe. Ich würde sagen, wir nehmen die aber wieder mit. Hallo? Dankeschön. So. Treppenstopfer heißt das Ganze. Steht oben links. Oh, wie Kirbys sind hier nicht erwünscht. Hallo? Ja, was ist das denn, ey, hier? Oh Gott. Jetzt fühle ich mich sehr diskriminiert. Was kann denn Kirby dafür, dass die Leute mich nicht mögen, weil ich sie bekämpfe?
This is well done, Nintendo! So, perfekt. Natürlich, wenn da was draufsteht, wird das abgezwickt, so. Dann geht's nicht weiter, ich kenne mich damit aus. Ein Waddle Dee und zwei Chests. Wir holen uns erst die Chests, der Waddle Dee kann warten. So viel dazu. Okay, damit haben wir alle 4 Waddle Dees. Die Coins will ich aber auch haben. Sehr schön. Ihr habt keine Ahnung, wo ich jetzt lang soll. Ich truste jetzt erstmal oben. Die sagen mir, hier geht's runter. Ja. Ah, das ist nur die Feuer-Ability. Perfekt. Okay, sonst habe ich ja auch noch kein Secret gesehen. Dann fliegen wir hier rüber und durch den nächsten Tunnel. Das sieht immer so... Ich kriege hier Portal 2 Vibes, wenn wir die ganze Zeit durch solche Tunnel laufen. Oh, es sieht aus wie eine Ballerina. Ja, down. Nein, von ihm hätte ich gerne die Ability gehabt. Hier gibt es keinen Bossfight? Ach so. Ach so, wäre ja kein Problem. Super, perfekt. Okay. Nein, ich habe sogar noch das Poster angesprochen. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Wir machen am Ende vom Spiel, machen wir es so, wir machen einen Stream. Nachdem der Endboss ist und alles, machen wir einen Stream, wo wir nochmal diese 100% machen. Busch! Praktisch so ein Boomerang. Mit ihm kannst du hier, kannst du dir entfernte Items schnappen. Profi-Tipp, halte den Knopf gedrückt, um ihn in der Luft anzuhalten und aufstand. Ja, das habe ich gesehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Ja, ja. Und wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Genau, und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Stage. Und zwar die Kugelsteinstraße. Habe ich es richtig gelesen? Die Rettet Waldies haben eine neue seltsame... Die Straße der Schätze... Vielleicht seltene Items. Wieso haben wir nicht alle Waddle Dees? Boomerango und... Bombenschatz. Ja, holen wir erstmal Boomerango. Schatzsuche extrem, okay. Lass uns mal reinschauen. Zeit haben wir noch genug. Hälfte ist circa vorbei. Werfen, fangen, Schatzsuche extrem. Ach du, was ist das denn? Okay, wir haben Zeitlimit. Down. Es bewegt sich. Was bringt uns das? Okay, es geht aber noch weiter. Bloß nicht täuschen lassen. Jo. Ja, perfekt. Der macht den Stern schnell. Ich habe mega Angst, dass die Zeit hier so knapp bemessen ist. Boah, der schießt auf uns. Ja, wir holen erstmal ihn hier. Perfekt. Nein! Perfekt, schnell, schnell, schnell. So muss das. Weiter geht's, schnell, noch 1 Minute 50. Oh no. Down. War das das Ziel? Okay, Zeit war easy. Zeit war easy. Ich will mich nicht über die Zeit beschweren. Das ist aber gut, gell? Zielzeit ist 1 Minute. Wir waren besser. Profi. Okay. Das sind also so
Darf ich sagen, Challenge-Räume? Ja, und hier fehlen uns einfach noch ein paar Waddle-Dees, die ich noch holen muss. Dann holen wir noch den Bombenschatz. Zieht seit 30 Sekunden. Oh, wir sind Magier. Uhui. Triple Strike, schaltet ihn wie sie aus. Nein, wir sind ja der mit den Bomben, obviously. Ist das so... Och, du meine Güte. Sowas kann ich gar nicht. Ja, natürlich! Okay, das wird... Hey, warum wirfst du denn in die andere... Ich beschwere mich nicht, alles gut. Ich meine es einfach 10.000, bis ich treffe. Perfekt. Geh doch mal weg da, Mann! Perfekt, weiter, 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 weiter. Ich würde sagen, das war besser als 30 Sekunden. Ach so. Benötigte Zeit. Ah, das ist nicht die Zeit, die wir noch übrig hatten. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen einen gewissen Zeitrahmen einhalten. I understood. So. Und dann würde ich sagen, Kugelsteinstar machen wir beim nächsten Mal. Komm, holen wir jetzt noch hier kurz. Sollen wir hier kurz die... Nein, wir machen weiter. Ich habe Entscheidungsprobleme. Ich mache die 100% in den Sachen dann in dem Stream. Wir machen das so. Alles, was wir nicht im First Try machen, kriegen wir dann, machen wir dann im Stream. Der Stream wird auf jeden Fall nach dem... Ich leg jetzt meine Power ab. Ich kann nicht mehr mit diesen blöden Feuertypen laufen. Warte, warte, hier hinten könnte ein Secret sein. Also das Feuerding sagt mir gar nicht zu. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Du bist Stachelschwein, du bist ein totes Stachelschwein. Die Coins? Wir haben bald schon 1000, hä? Oh. Ho. Okay. Aber wir brauchen noch mehr als One Hit. Oh, er kann aber auch nach oben schießen. Wieso können wir das nicht? Danke, dass wir das nicht können. Tack, 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 tack. Hier, geh, kannst gar nichts, kannst du. Geh weg hier. Wir nehmen die Coins wieder mit. Perfekt. Die rote bitte auch. Dann würde ich mich ganz gerne noch hier umschauen, weil hier sind wir jetzt relativ schnell vorbei. Bringt mir nichts, hier drauf zu stehen. Hier an der Seite geht es vorbei. Aber das bringt auch nichts. Okay. Dann hoch hier. Hier die Steine, kann man die zerschießen? Nein, okay. Undiable Stones. Mario-mäßig? Nein. Man muss gegenschießen. Okay. Lauf, 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 lauf. Ah, ja, ja. What? Okay. Wie? Wow, ist das Spiel durchdacht. Okay. Okay, ich kann zielen. Putz! Und das öffnet uns den Weg zum ersten Waddle Dee. Wuhu! Perfekt. Waddle Dee ist auch so ein komisch seltsamer Name. Ich weiß es nicht, aber Waddle Dee klingt irgendwie nicht gerade freundlich. Ich weiß es nicht. Ey, wie uns hier auch der Weg gezeigt wird extra. Das habe ich ganz genau gesehen. Entdecke einen Weg bergauf. Okay. Das ist also for real jetzt ein Secret gewesen, was uns einen Waddle Dee beschafft hat. Okay, wir stopfen uns wieder voll. Controller wird gedreht. Und wir kriegen wieder einen Sammelgegenstand. Nicht so, wie ich gesagt habe, eine Erklärung. Es sind nicht immer Erklärungen. So.
Okay, da kann man obviously nicht hin. Ich will trotzdem mal noch hier langlaufen. Okay, wir werden getroffen. Nein! Man kann drüber fliegen. Super. So, da hoch können wir nicht, haben wir gerade gelernt. Zielen! Feuer! Müssen wir da rein? Jo, sieht so aus. Das sieht secret aus. Sogar eine richtige Tür diesmal. Da habe ich schon. Boom! Wir haben begrenzte Zeit, bitte! Yes! Die gehen nach unten und wahrscheinlich kommen sie danach nicht mehr hoch. Und dafür gibt es auch einen Waddle Dee. Perfekt! Yes! Okay. Ey, je schneller wir an den 100% dran sind, desto weniger muss ich streamen. Das ist gut. Ich komme gerade, also, wie ihr auch merkt, ich streame in letzter Zeit gar nicht. Ich komme einfach überhaupt nicht klar, so lange durchzureden. Ich weiß auch nicht, woran das so liegt gerade. Ich schaffe es einfach nicht, Ewigkeiten zu reden, aufzunehmen. Keine Ahnung. Das gibt mir schlechte Vibes. Why do I even ask? Dich nehme ich noch mit. Vor die Punkte. Ich würde an eurer Stelle da nicht bleiben. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gerade zum Level gehört hier. Oder müssen wir hier runter? Nein, wir müssen ganz sicher nicht da runter. Das heißt, wir haben irgendwas ist runtergefallen und das war vielleicht nicht so gut, dass es runtergefallen ist. Was habt ihr denn bitte für eine Respawn-Distance? Ihr respawnt ja innerhalb von 2 Sekunden 10 Mal. So. Oh, da ist ein Auto! Komm her! Oh yes, Meister Kirby ist wieder da. Oh Gott, hier wird's knapp. Hier auch. Okay. Durch die Steinblöcke durchfahren ist heute nicht. Habe ich verstanden. Hier bitte nicht runterfallen. Hier gibt's doch safe ein Secret Waddle Dee. Okay. Waddle Dee wird das neue Meme, ich sag's euch. Ich will trotzdem mal gucken, ob es hier hinten was Besonderes gibt. Was müssen wir da noch machen? Ja, ein Waddle Dee und ein Secret, was wir noch gar nicht haben. Könnte wichtig sein? Weiß ich nicht. Und Sprung! Uah, ja, ho. Uns fehlt ein Waddle Dee. Nein, hä, wo denn? Oh, come on. Fahre ohne in den Abgrund zu stürzen. Oh mein Gott, hä, was ist das denn für ein Achievement? Aber uns fehlt trotzdem den einen letzten Waddle Dee, den wir nicht gefunden haben. Und zwar den dritten. Ich würde sagen, weil der in dem Level ist, schneide ich euch den ganz kurz noch rein. Nachdem wir natürlich hier fertig sind. Elfilin, Kirbys geheimnisvoller Freund aus der neuen seltsamen Welt. Elfilin begegnet Kirby, als dieser Waddle Dees vor dem Bestienrudel beschützte. Die Rolle als Fremdenführer scheint Elfilin zu gefallen. Und er hat oftmals Tipps zur Befreiung weiterer Waddle Dees und dem Stadtaufbau parat. Danke, Elfilin. Perfekt. So, und dann sehen wir uns gleich nochmal. Da zeige ich euch, wo sich
ist Secret Waddle, die befindet. Genau, bis, ja. Bis gleich. Hätte ich mir ja auch denken können. Da, wo vorher dieser Schalter runtergefallen ist, das war nicht nur Geld, es war obviously auch ein Schalter, da versteckt sich der letzte Waddle Dee. Es sind jetzt auch noch zwei neue Short Stages aufgetaucht. Einmal Feuerschatz und den Entdeckerschatz. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Feuerschatz. Die Zeit haben wir noch für die zwei. Und dann würde ich auch schon das Wort abgeben an das Outro. Ihr wisst, was ich meine. Flott und feurig auf zur Canon. Das Prinzip habe ich schon verstanden. Okay, perfekt. Wie schnell? Feuer. Feuer. Auf den Gleisen zu stehen, bitte, danke. Wehe, einer von denen stellt sich jetzt auf die Gleise. So, zack, da sind wir auch schon drin. Oh, das zählt trotzdem zur Zeit dazu. Das finde ich ein bisschen mies. Da hätte ich jetzt ein sauberes, also ein schöneres... Weil da, ich kann ja nichts dafür, wenn das so lange braucht zum Ablaufen. So, wisst ihr, was ich meine? Dann muss ich mal ganz kurz so. Perfekt. Und zurück. Und rein da. Perfekt. So, schieß, schieß, schieß schneller. Bumm. Das war's schon. Okay, ich habe nichts gesagt. Das war doch einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. 45 wäre die Zeit gewesen. 10 Sekunden schneller. Wo hätte ich mich verbessern können? War ja jetzt nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schon relativ gut war. Perfekt, da gibt es so einen großen Stern. Was der genau bringt? Ich habe keine Ahnung. So. Die Waddle, die ist hier... Nee, nee, nicht zur Waddle Dee Stadt. Machen wir wann anders. Das machen wir in der nächsten Folge. So, dann holen wir noch ganz kurz den Entdeckerschatz. Und dann mal gucken. Ah, das ist der mit der Kanone. Okay, das ist einfach. Hoffe ich. Außer es ist, ja, genau. Ach so, Ziele in die Ferne. Ich muss hier hinlaufen. Nein! Nein! Mach hoch das Ding! Perfekt! Erst den Gegner, sobald da einer ist? Ja. Und wenn ich sage, ein Gegner, mache ich natürlich fünf. Ich weiß nicht, ob die Zeit hier knapper ist. Aber ich habe schon so das Gefühl, hier ist schon also noch 54 Sekunden. Da finde ich, waren wir schon langsam. Ah, eine Minute, okay, dann hatten wir doch nicht so viel Zeit im Allgemeinen. Dann hatten wir 2 Minuten, dabei bin ich voll okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Nee, wir sind schon... Bisschen spät in der Folge. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann den Ausflug ins Ambelen Center. Und wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.